Was ist das? Um ehrlich zu sein, möchte ich nicht meine Vermutungen äußern. Es sieht sehr eklig aus. Mann, Hemoglo munkelt hier so einige Dinge. Dieses DNS-Tor hier benötigt etwas, das bzzz macht. Findet etwas, das bzzz macht. Bringt es zum DNS-Tor. Dann wird das Tor Hemoglo schockifiziert. Ach so, also kann man hier gar nicht rein? Bis wir nicht etwas gefunden haben, was es unter Strom setzt. So mehr oder weniger, ja? Alles klar. Oh, guck mal hier. Laut Karte, 2 Attackenfragmente. Aber 2 am selben Ort? Das wirkt seltsam. Vielleicht ein Element, dass der Vereinfachung zum Opfer gefallen ist. Zumindest haben schon einige von euch die Vermutung geäußert, dass das Remake deutlich einfacher ist als das Original. Aber da warten wir jetzt erstmal ab. Ich habe nur häufiger mal in den Comments gelesen, früher soll man wohl nicht so schnell neue Ausrüstungsgegenstücke, Gegenstände gefunden haben. Und es waren wohl auch nicht alle Slots von Anfang an frei. Daran erinnere ich mich auch. Aber war das nicht erst ab Dream Team Bros so? Naja, ich glaube euch schon, dass ihr da recht habt und euch ein bisschen besser auskennt. Ja, ich meine, ich habe das Spiel nur ein einziges Mal durchgezockt. Einige von euch vermutlich deutlich häufiger. Yes! +4 bei Verteidigung! Und weiterhin sagen viele, dass auch die Gegner einfacher zu besiegen sind. Und das ist so eine Sache, die mir zumindest bei dem Boss aufgefallen ist, den wir im letzten Part besiegt haben. Und was ist das denn für ein Teil da? Der kommt mir optisch sehr bekannt vor, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, was das für ein Vieh ist. Woher kenne ich den denn? Proteino. Okay, der ist deutlich einem Protein nachempfunden, vom Namen her. Aber ich kenne ihn auch optisch irgendwo her. Bilde ich mir das jetzt ein, Leute? Oder ist das ein bekannter Gegner aus irgendeinem etwas unbekannteren Game? Oh, was macht er denn da? Er schießt Proteineier. Not bad. Ja, okay. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass er ein bisschen mehr EP droppt. Dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Er ist auch nur so ein kleiner Knecht. Und nicht mehr. Aber zurück zum Thema. Also Bosse, ob die wirklich generell einfacher werden oder alle Gegner, schauen wir mal. Aber im Kampf gegen das Heldendenkmal ist mir das schon auch aufgefallen, dass es ziemlich schnell besiegt war. Aber ich habe mir gedacht, okay, wir haben es halt... Wir haben es halt einfach nur richtig gut gemacht, oder? Hat er das wirklich weniger KP? Wir haben halt leider eine Spezialattacke vom Heldendenkmal nicht gesehen. Das stand auch ein paar Mal in den Kommis. Das hat wohl die Möglichkeit, sich in Bowsers Körper nochmal in die Gedärmschicht einzubohren. Sagen wir es mal so. Also im Kampf gegen Mario und Luigi hat das Ding so einen Move drauf, wo es sich in die Gedärmschicht von Bowser bohren kann und ihm so Schaden hinzufügen kann. Die Attacke wurde allerdings abgeschwächt und kommt wohl nicht mehr so häufig vor. Grund ist, laut euren Vermutungen, dass sie ja im Original wohl zu stark war und schon das ein oder andere Mal unfairerweise zu einem Game Over geführt hat. Das macht zumindest Sinn, weil ich meine, wenn das Ding gegen Mario und Luigi kämpft, dann kann man mit Bowser ja nichts mehr machen. Man kann ihn nicht heilen und nix. Oder? Würde das vielleicht sogar per Item gehen? Nee, wie soll denn das funktionieren? Wenn Mario oder Luigi dran sind, wie sollen sie denn Bowser heilen? Macht keinen Sinn eigentlich. Außerdem hat der teilweise andere Gegenstände. Aber vielleicht kann man ja doch einen Zug von Mario und Luigi für Bowser verwenden. Das müssen wir im nächsten gemeinsamen Kampf mal überprüfen. Wie dem auch sei, die Attacke ist seltener geworden und wir haben sie sogar gar nicht gesehen. Ja, im Original schon, ich kann mich an sie erinnern. Und es soll wohl auch der einzige Gegner sein, der sowas drauf hat. Von daher ein bisschen
Ja, sad, dass wir es nicht gesehen haben, ne? Aber egal. Und dass die kleineren Gegner jetzt schneller besiegt sind, boah, da habe ich eigentlich nichts gegen. Eine Kanone, aber die brauchen wir, glaube ich, erst später. Also zumindest kann ich mit der nichts anfangen. Weil das, was mich bei den ganzen kleineren Gegnern immer gestört hat, ist, in einem neuen Raum gibt es zwar meistens auch neue Gegner, aber du siehst halt zu viele von ihnen. Und da sie ja offensichtlich die Gegnermassen nicht verringern wollen, weil Kurs ist halt Spielzeit und so, ne? Haben sie es wenigstens so gemacht, dass man sie schneller besiegen kann, wenn man gut Level erreicht. Und das tun wir ja. Oder wollt ihr ernsthaft an diesen ganzen Normalo-Gegnern so ewig lang hängen? Also ich nicht. So, und das ist wohl dieses elektrische Gedöns, was wir brauchen, ne? Eine Elektrode oder wie darf ich das jetzt verstehen hier? Keine Ahnung, ich bin ja auch kein Biologe. Deswegen halte ich mich mit diesen Analysen und Vermutungen zurück. Vor allem mit Fachbegriffen. Bevor ich sie falsch verwende und alle weinen. Zu Recht eigentlich. Lass ich's lieber gleich. Wir könnten mal wieder das Wasser abpumpen, oder? Weil dann würden wir zumindest mal die anderen Looper sehen, diese ausgetrockneten. Irgendwie verkacke ich es total, die Viecher auszukontern, obwohl es mega easy ist. Ja, vielleicht denke ich mir auch schon so unterbewusst, ach ja, wir werden mit denen ja eh leicht fertig, braucht ja keiner. Wirklich viel Schaden machen sie auch nicht. Die haben halt wirklich gar nichts mehr zu melden. Ah, guck mal hier. Noch ein Prozeino. Der zwar stark wirkt, es aber glaube ich nicht ist. Richtig schön ist, dass wir durch den Erstangriff schon die Stachis weghauen können. Das freut mich. Und boom. Aber ich glaube, der Gegner wird auch erst richtig gefährlich, wenn er besonders groß ist. Sein Problem ist jedoch, dass er vorher immer stirbt. Übrigens, vielleicht sollten wir mal einen Sirup verwenden. Ich habe nämlich gerade gesehen, falls ich spezielle Attacken einsetzen möchte, werde ich das vermutlich nicht machen können. Weil... Oh! Jetzt bin ich wieder auf Bowser gekommen. Naja, gut. Ich wollte das Wasser ja eher pumpen. Hier. Sirup auf... Ja, auf beide, würde ich mal sagen, ne? Beide haben es nötig. Beide haben es bekommen. Aber an sich ist es halt schon schön chillig, mit dem grünen Panzer anzugreifen. Aber wir haben es halt aktuell nicht nötig. Und als ob! Natürlich! Genau in dem Moment, wo ich mich dazu entscheide, das Wasser abzupumpen, brauche ich es dringend, weil man von hier unten nicht mehr weiterkommt. Oh, das ist ja auch ärgerlich. Guck mal hier. Kommt man voll schwer wieder nach oben. So, komm her. Was macht denn der für ein komisches Geräusch? Die Stimme passt mal gar nicht zu dem. Manchmal kann man auch Ausrüstungsgegenstände von besiegten Gegnern bekommen. Zwar meistens von Bossgegnern, aber Normalos haben das auch manchmal. Ist zumindest in den vergangenen Mario Luigi Teilen so gewesen. Wird bestimmt in Abenteuer Bowser nicht anders sein. Also, die Hammerverteidigung ist heute quasi nicht existent, ne? Alles andere ist gut, aber Hammerverteidigung, das kannst du ja so nicht zeigen, du. Richtig peinlich. So, komm, zeig jetzt wenigstens beim Level-Up, was in dir steckt, Mario. Kann man nochmal auf Angriff gehen bei ihm oder so? Ne, jetzt lohnt sich's zum Beispiel nicht, seht ihr? Nur 1er und 2er, das ist halt absolut kacke. Dann lieber auf was anderes gehen. KP... zum Beispiel. Auch hier mal eine 4 gönnen. Läuft. Bin sehr zufrieden von den Level Boosts bisher. Nur einmal eine 2, ne? Da haben wir reingeschissen, aber sonst wirklich alles ganz gut. 2 Pilze. Was Bowser alles in sich trägt. Was? Wo ich es gerade anspreche, was ist das denn? Sieht aus wie ein Parasit. Ist das ein Gegner? Nee, ne? Nee. Der ist irgendwie
fürs Weiterkommen zuständig. What the hell? Lasst mich mein Wissen mit euch teilen. Kauknochen sind immer hungrig und schnappen gierig nach ihrem Futter. Aber Kauknochen sind auch faul und wollen ihr Futter unter die Nase geschoben bekommen. Kaulknochen? Sind das die Parasiten hier, oder? Naja, wir hauen einfach mal hier auf den Knopf. Ist das das Futter? Eine Bombe? Wie das in den reingeschoben wird. Voll eklig. Moment, das schmeckt ihm ja gar nicht. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Was? Da ist sofort der Nächste am Start? Was? Das ist ja wie bei Starbucks. Das ist auch eine unendliche Schlange jedes Mal. Naja, okay. Pumpen wir das Wasser ab. Damit wir hier ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Da unten schon neue Gegner gesehen. Was heißt neue Gegner? Neue Gegner im Sinne von, da sind Gegner, aber nicht komplett neue Gegner, you know? Ja. Also es geht zumindest voran. Ich mag das wirklich nicht, wenn man in RPGs länger an bekannten Gegnern hängt. Aber ja, stimmt, ihr habt recht. Also jetzt wird selbst der geone-shottet. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man muss auch sagen, dass wir bei den Level-Boosts halt einfach regeln, ne? Wir haben da noch nichts verkackt oder so. Okay, Luigi auf Verteidigung ist momentan auch Mist. Dann können wir bei ihm noch auf Angriff gehen. Okay, diesmal nur eine 3. Aber in Ordnung. Luigi ist ja auch nicht primär der Angreifer. Momentan habe ich, glaube ich, die Werte auch relativ gleichmäßig verteilt. Später werde ich dann etwas mehr auf die Stärken gehen und so. Aber im Moment achte ich schon, dass ich so KP, Angriff und Verteidigung bei beiden auf ein gutes Level bringe. Hat mich gewundert, dass der Konter funktioniert hat. Der auch fast. Weil bei diesen Paper-Bloopern muss man sagen, ist es ein bisschen schwieriger, die Angriffe abzuwehren, bin ich zumindest der Meinung. Wobei man nur wissen muss, dass die verschiedene Höhen anpeilen. Oh, okay. Wenn sie ganz hoch fliegen, kommt Attacken-Variation 1, was er gegen Mario gemacht hat. Und wenn sie nicht ganz so hoch fliegen, der Angriff gegen Luigi. So, dann haben wir doch was zu suchen. Weiter geht's, Freunde. Aber warte mal kurz. Kann ich schon irgendwie... Ah ja. Das wollte ich wissen. Ob ich auf der Karte irgendwo sehen kann, wo die ganzen restlichen Attackenfragmente sind, obwohl ich den Raum noch nicht aufgedeckt habe. Kann ich. Sehr gut. Ah ja. Also verpasst haben wir, glaube ich, nichts. Liegt alles auf dem Weg. Und was ist jetzt? Oh, Totsworth! Das kommt ja sehr random. Hallo. Meister Mario, Meister Luigi, ihr seid wohl auf. Nachdem Bowser uns eingesaugt hatte, bin ich meiner Orientierung verlustig gegangen. Ich bin hierhin und dorthin gelaufen und schließlich hier in diese Kalamität gekommen. So, und Prinzessin Peach, ist sie nicht bei dir? Was? Die Prinzessin wurde auch eingesaugt? Oh, du liebe Güte. Ja, es hat uns alle erwischt. Schöner Schlamassel. Wir hatten gehofft, du wüsstest, wo die Prinzessin steckt. Prinzessin, oh, ganz allein im Körper dieses Unholds, Bowser. Ganz allein an diesem unwirtlichen Ort. Prinzessin! Ah ja, wir sollten Totsworth besser hier wegbringen. Beschämend. Die Barriere sieht stabil aus. Nicht einmal ein Hammer dürfte da etwas ausrichten. Echt? Nicht mal meine Qualitäts-Obi-Hammer? Als ob. Direkt eine Sternbewertung raushauen. Hä? Ist da irgendwas? Naja, solche Lücken sind mir schon häufiger aufgefallen. Ich glaube, jetzt lernen wir einen neuen Move. Aber der Gang ist zu eng. Ihr müsstet schon kleiner sein, um da durchzukommen. Aber ihr habt viel zu viele Lasagnen gefressen.
Hm? Du hast eine Idee? Ja, gute Idee. Ja, verstehe. Wenn ihr Fragen habt, bin ich immer für euch da. Ja, wie ist der Move jetzt dadurch erlernt, oder was? Ohne Tutorial? Oh, tatsächlich, cool, Mann. Finde ich gut. Wahnsinn, auf so eine Größe geschrumpft passt du da auch durch die kleinste Lücke. Diese Aktion, sie setzt unglaubliches Vertrauen voraus. Allerdings, du. Ich meine, er bekommt mit Mama einen übergezogen. Aber das ist ein Move, den die beiden auch kennen sollten. Gibt es nämlich in jedem Mario und Luigi, oder? Also auf jeden Fall in den beiden vorangegangenen. Superstar Saga und Zusammen durch die Zeit. Frag mich sowieso, warum die Typen immer ihre Moves verlernen mit der Zeit. Oh, endlich wieder frei. Meister Mario, Meister Luigi, meinen tiefst empfundenen Dank. Werdet ihr euch nun auf die Suche nach der Prinzessin machen? Nee, ich wollte mich jetzt hinlegen und einen Cocktail schlürfen. Ja. Okay. Natürlich suchen wir sie. Na, wusste ich's doch. Ihr seid immer zur Stelle, um die Prinzessin zu retten. Ehrenmänner. Da fällt mir ein, ich habe auf dem Weg hierher einen großen, platten Käfer gesehen. Nicht auszudenken, wenn dieses Untier die Prinzessin entführt hat. Ein platter Käfer. Ja. Ich glaube, dafür ist selbst Peach zu fähig. Hoffe ich doch sehr, zumindest. Darf ich euch untertänigst bitten, euch um dieses Untier zu kümmern? Ich kehre derweil zu den anderen Toads zurück und akkumuliere Informationen. Dann akkumuliere sie mal, ja. Ich bitte euch, rettet die Prinzessin. Warum hat der Typ eigentlich nie auf diesen Knopf gedrückt, der in seiner Zelle war? Klar, er hat keinen Hammer, aber findet sich doch trotzdem eine Lösung, oder? Na gut. Zotzwurf ist halt ein alter, gebrechlicher Toad. Das kriegt er nicht gebacken. Ah, Bowser. Kannst du noch mal ein Schlückchen Wasser trinken, bitte? Da oben ist noch ein Block. Mit einer Nuss. Nüsse sind toll. Sind allerdings Items, die man nur in Kämpfen verwenden sollte. Denn man kann damit beide Brüder heilen. Lohnt sich aber auf der Overworld einfach nicht. Da lieber Pilze verwenden. Du sparst halt einen Zug in einem Kampf, wenn du beide Brüder heilen willst. Aber halt dann dafür die Nuss anstelle von zwei Pilze verwendest, weil es kostet ja alles eine Runde, ne? Das muss man bedenken, Leute. So. Der Weg ist frei. Und wir haben da gerade eine Hose gefunden. Ist das nicht sogar die, die man im Shop kaufen konnte? Also wenn, fände ich das jetzt aber schon ein bisschen dreist. Ich dachte nämlich, dass die Items wenigstens exklusiv wären. Dass man die wenig später im Spiel findet, ist schon hart assi. Das ist doch die Hose, oder? Eindeutig. Die pusht Verteidigung und Geschwindigkeit. Ist also was für Luigi. Wobei bei ihm die Werte nicht so heftig erhöht werden. Aber natürlich können wir jetzt die Azubi-Hose auch an Mario weitergeben. Wobei, was ist der Zusatz? Robuste Kleidung für gefährliche Abenteuer heilt automatisch ein paar KP. Ja, doch, das ist schon eine ganz geile Sache für Luigi. Und das bekommt jetzt Mario. Ja. So können wir uns doch drauf einigen. Perfekt. Jetzt kann man uns noch weniger anhaben. Die ganzen Luschenviecher hier sind eh nur noch Mittel zum Zweck. Haha. Ja. Bisschen blöd, dass das jetzt diese fliegenden Looper sind, weil ansonsten hätte ich den Panzer ausgepackt.
Bringt mir aber nichts. Fliegende Gegner kann ich damit nicht treffen. Oder schwimmende. Naja, machen wir uns nichts draus. Bringen wir auch so hin. Vielleicht sehen wir noch einen neuen Angriff von diesem Prozeino. Tatsächlich. Er kann auch antäuschen. Und das Fiese bei ihm ist, selbst wenn man seinen Angriff kontert, man macht ihm keinen Schaden dadurch. Die Blase zerplatzt einfach. Wie kurz vor der Geburt. Bäh, warum habe ich das gesagt? Ui, nochmal schön Geld. Aber ich bin jetzt echt abgeschreckt, weil ich bin mir zu 100% sicher, das ist dieselbe Hose wie im Shop. Ich bin ja so schon recht geizig und möchte selten im Shop zugreifen, aber wenn man da jetzt tatsächlich die Sachen auch so wenig später im aktuellen Gebiet findet, ja, dann frage ich mich schon, warum man sich das gönnen sollte. Nur damit man das 20 Minuten eher verwenden kann? Naja, muss nicht sein, oder? Hey, das war doch... Mann, die Hammerverteidigung ist so schlecht. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr auf den Bildschirm schieben oder so. Dank eurer Hilfe wusste ich jetzt vor der Folge, was ich zu tun habe, um die Bildschirmhelligkeit auszuschalten. Ach, da kann man durch? Oh, lol. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. War einfach nur ein Zufall. Ja, das mit der Bildschirmhelligkeit habe ich jetzt umgestellt. Dank euch. Einfach... Im Menü, na komm, mach jetzt Wasser weg. Also im Home-Menü, wenn man den 3DS einschaltet, links oben auf die Home-Menü-Einstellungen gehen. Wirklich links oben, nicht das Icon in dem Kachelfenster. Nee, nee. Links oben, da kannst du Helligkeit einstellen und die Auto-Helligkeit deaktivieren. Und das war ja das Problem, das ich hatte. Oh, shit! Wenn man das schlecht macht, dann kriegt man ja gleich Doppelschaden. Wie gemein. Aber ich mag die Angriffe von denen auch überhaupt nicht. Ich wollte jetzt nur gegen die kämpfen, weil wir die anderen Versionen schon so häufig gesehen haben. Ich denke ja auch an euch und an Abwechslung. In einer Beziehung braucht man immer Abwechslung. Und wir sind gewissermaßen in einer Beziehung, Leute. Auch wenn das jetzt seltsam klingen mag. Okay, also wir müssen wieder ein paar Parasiten füttern, habe ich das Gefühl. Wir müssen nämlich da runter. Kann ich beide mit diesen Bomben versorgen? Bin mal gespannt. Erstmal wieder alles auffüllen. Und ich würde sagen, wir füttern als erstes den rechten, weil der bewacht... Ein Attackenfragment. Boah, das ist so eklig. Das sieht so eklig aus. Basel, du solltest echt mal zum Arzt gehen. Was du da in dir trägst, ey. Das kann man sich nicht vorstellen in seinen schlimmsten Albträumen. Ich glaube, Mario und Luigi müssen auch gar nicht mehr aktiv gegen Bowser kämpfen, wenn er mal Peach entführt oder so. Wenn er so weitermacht, dann wird er nicht mehr lange leben. Wobei, ich will auch nicht wissen, was ich in meinem Körper trage, ne? Brauche jetzt nicht so tun, als wäre mein healthy Körper so das Erhabenste der Welt. Nee, da muss man schon ehrlich zu sich selbst sein. Wahrscheinlich auch 3000 Würmer in mir. Na, am besten nicht drüber nachdenken, ne? Gibt halt nächstes Mal wieder ein bisschen mehr Vitamine. Dann passt es schon. So schlimm ist das Gebiet ja gar nicht. Weil ich habe auch ein paar Mal in den Kommis gelesen, boah, das Gebiet ist mega scheiße, ich hasse es. Das ist eigentlich voll okay. Ist vielleicht für den Anfang des Spiels noch ein wenig überfordernd, aber wirklich nur ein bisschen. Aber geht voll klar. Wir haben jetzt auch alle Attackenfragmente und erlernen
Ah, die Bros-Blume. Ja, die war auch schon in zusammen durch die Zeit die zweite Bros-Attack. Ding ist aber, ich feiere die gar nicht so sehr. Ich habe das Gefühl, die macht nämlich nicht so viel Damage. Die ist eher dazu da, um Schaden auf mehrere Gegner zu verteilen. Oder Gegner zu verletzen, die eine Feuerschwäche haben. Wir schauen uns währenddessen mal die Demo an. Weil das gibt es nämlich auch. Es gibt Feuer- und Eiseffekte im Spiel. Oder? Eis? Gibt's Eis noch? Und zusammen durch die Zeit war es auf jeden Fall so. Aber ich denke mal, wenn es die Feuerblume noch gibt, dann wird es auch die Eisblume geben. Und also in Superstar Saga gab es ja was Ähnliches mit Feuer und Elektrizität. Und das ist hier eigentlich genauso. Manche Gegner haben da Resistenzen, aber auch Schwächen. Und die mit den Schwächen kannst du natürlich umso mehr verletzen. Wichtig ist nur, dass man schön auf A oder auf B hämmert. Je nachdem, welcher Feuerball gerade am lodern ist. Das war aber offenbar nicht besonders gut. Ich kann leider nicht so schnell abgehen, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man rechtzeitig wechselt. Ja, ja, genau. Okay. Man darf nicht so viele Fehler machen. Das ist viel wichtiger. Das ist viel, viel wichtiger. Deswegen konzentriert euch lieber darauf, immer den richtigen Bruder zu verwenden, anstelle von A oder B tot zu hämmern. Glaubt mir. Das ist wichtig, um das exzellent auszulösen. So, dann brauchen wir jetzt noch dieses elektrische Gedönse da. Okidoki. Mir fällt aber noch eine Stelle ein, wo man ein besonderes Item hätte verstecken können. Da gab es doch relativ weit oben links auf der Karte auch nochmal einen kleinen Spalt. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber diesen Move noch nicht. Komme ich da jetzt nochmal zurück, oder? Oder wie ist das? Was soll das denn jetzt? Na ja, gut. Okay. Aber ich glaube, wir sind sogar in der Nähe. Ja, stimmt, sind wir. Weil da war auch die Kanone und ich sehe sie bereits auf der Map. Ah, wait. Die Kanone könnte außerdem mit der Bombe zusammenhängen. Ist das Futter für die Kanone und nicht nur für die Parasiten? Schauen wir mal. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ah ja. Und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Tut sich da was? What the hell? Nein. Tut sich einfach nichts. Na gut, dann gehen wir nochmal dahin, wo ich gerade schon... Nein! Warum sind denn die Gegner wieder da? Die ganzen Gegner sind respawned. Was ist ein Scheiß? Aber der Spalt, wo ich mich gerade hin bewege, den meinte ich. Da könnte noch ein besonderes Item sein oder so. Was das jetzt mit der Kanone soll, verstehe ich aber null. Irgendwo ein Schalter, von dem ich nichts wusste, oder was? Oh, lass mich vorbei, du fetter Blooper. Er lässt mich nicht. Was? Das zählt als gegnerischer Angriff gerade? Ja, leck mich doch. Ah, okay. Aber aufgrund unserer heftigen Init passiert nichts. Mare steht sofort wieder auf. Aber wenn sie am Boden liegen, können sie sich nicht mehr verteidigen. Und die Gegner können draufhauen. Aber wir haben immer so den Vorteil, wenn wir schnell genug sind, können wir auch wieder aufstehen. Das ist bei den Gegnern nicht so. Die müssen so einen Erstangriff einfach akzeptieren. Die können nichts machen. Können keinen Einspruch einlegen. Nee. Sie müssen jetzt noch akzeptieren. Okay, jetzt schnell da hoch. Oh nee, noch einer. Let's go. Und das war gerade kein Erstangriff, wirklich. Wir hatten schon so viele Treffer.
wo wir den Gegner eigentlich gar nicht erwischt haben. Und das zählte dann als Treffer. Also die Hitbox ist sehr großzügig gewesen. Aber das eben nicht. Ah ja. Scheint so, als wären sie hitboxmäßig sehr willkürlich unterwegs. Naja, in so einem Remake verbessern sich die Dinge halt nicht nur. Manches verschlechtert sich auch. So ist das nun mal. Ah ja, es hat sich gelohnt. Eine Kämpferhose. Klingt wie für Mario geschaffen. Die richtige Kleidung für Kämpfer erhöht Angriff, wenn du einen Gegner besiegst. Ja, wir verlieren zwar ein bisschen KP, aber das geht schon in Ordnung. Das geht schon in Ordnung. Ich bin nur mega verwirrt bezüglich der Kanone. Ich glaube, wir müssen die sogar nochmal befüllen, weil das jetzt gerade nicht gezählt hat. Was soll denn der Schmarrn? Ist doch Betrug! Aber im selben Raum, weiter unten, war auch nochmal was. Hier nämlich. Noch so ein Block. Ach ne! Und hier ist jetzt so ein Kackschalter? Okay, dann löst der die Kanone aus. Die ist nicht mehr geladen, ne? Oder? Ist sie es noch? Komm, bitte, bitte, Spiel. Sag mir, du hast es gespeichert. Sag mir. Sag mir. Ehre. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet. Aber dann ist ja gut. Was ein Aufwand. Ja, meine Güte, woher soll ich denn das wissen? Konnte ich doch jetzt wirklich nicht ahnen. Ah, so ist das. Jetzt können wir den anderen Boy füttern. Und kommen an das Elektrogedöns ran. Ja, also, dann haben wir es ja doch noch geschafft. Am Ende bisschen gestruggelt. Aber ansonsten hatten wir den Raum eigentlich ganz gut drauf, fand ich. Die Folge war jetzt halt ein bisschen länger als die anderen, aber ich wollte unbedingt noch durchwerden. Durchwerden? Habe ich mich gekocht während des Parts oder was? Ich wollte durchkommen. Sodass wir jetzt nur noch offcam zurückrennen müssen zu diesem besonderen Raum, um die Impulstafel einzusetzen. Wo passt die wohl rein? Ja, das kann ich dir sagen. Ja, schau mal. Da. Ich glaube, da könnte uns ein Bossfight erwarten. Also nicht verpassen und Like da lassen.